Einen fabelhaften Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Wir haben beim letzten Mal die Welt so ziemlich abgeschlossen. Jetzt kommt noch Castle, das Schiff. Wir haben eine Secret-Welt in der letzten Folge gefunden. Hört euch auf jeden Fall die letzte Folge an. Eine Secret-Welt. Geisteskrank. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt da hoch möchte? Eins, zwei, zack! Keine Ahnung, wie der Dreisprung hier ist. Eins, zwei, zack! Hier oben hätte man ein Secret hinmachen müssen. Oh, ich dachte, ich wäre tot. Und sonst noch andere spannende Dinge. Die Welt ist bis jetzt zu 100%. Mal gucken, ob wir das halten können. Was ich so sehe, ist not so feierbar. So, ein Stück Abstand. Die Stacheln sind auch neu. Sind normalerweise nicht im Game. Die sind extra für den Hack erstellt. Das ist cool. Klar, die passen nicht ganz aufs Model, aber das ist nicht so schlimm. Da oben sehe ich eine riesengroße Kugel, die mich verfolgen wird. Aber ich habe schlau und blau gelöst. Ich habe schlau und blau gelöst. Kugel liebt uns all. Hallo. Ja, Guys. In Mario Maker könnt ihr auf den spinnen. In den normalen Bros, Mario Bros Teilen könnt ihr das nicht. Aber hier oben muss doch jetzt auch was sein. Ja, wundervoll. Die nächste Starkine. Das schmeckt säftig. Wir gehen oben rein und kommen unten raus. Ich liebe dieses Gimmick des Todes. Und im Tower haben wir den Fuzzy Boss schon gesehen. Das war auch mega cool. Also falls ihr die letzten Folgen verpasst habt, checkt die auf jeden Fall aus. Das war gerade anders. Okay, wir müssen hier bleiben. Ich rechne schwer mit einer Starcoin. Wow! Business! Dreisprung ist die Devise. Boah, aber hier einen Dreisprung zu setzen. Heavy. Eins. Wir reden da einfach nicht drüber. Das ist nie passiert. Also, ich weiß nicht, wie ich den... Also, klar, cool. Hier ist der erste. So, eins, zwei. Und dann hier der dritte. Also, wie... Das. Ich werde euch das niemals verzeihen, Newer Team. Aber da kommen wir doch nicht bei der Starcoin raus. Oh, oder vielleicht doch. Ach, du meine Güte. Will ich wissen, was da drin ist? Eigentlich nicht. Sorry, das war die Maus. Ich truste hier gar nichts. Ich truste hier allem. Geisteskrankes Secret. Auch wenn das mit den unsichtbaren Blöcken ein bisschen unfair ist. Der kann sich selber töten. Ich lasse ihn das mal tun. Hat nichts gebracht. Aber wir haben auch alle Starcoins, deswegen steppen wir zum Bosskampf und ich hoffe, der ist auch wieder custom made wie der letzte. Boah, das wäre so gut. Gut. Es ist wieder der Fuzzy. Wundervoll. Oh ja. Down! Okay. Da gibt's schon mal die erste Kritik. Es ist genau der gleiche Boss, nur in einem anderen Overlay. Er springt ein bisschen anders, aber innovativ war der jetzt nicht. Aber ist okay. Ist erstmal ganz... Wir bleiben erstmal ganz entspannt dabei. Denn... Naja, die Erwartungen sind zwar hoch, aber... Man kann auch nicht alles haben. Die ist geschenkt. Das Boot steht halt wirklich im Wasser. Und das ist das Krasse.
Er steht auch ein bisschen unter Wasser. Finde ich witzig. Die Titanic war zwar auch nur ein bisschen mit Wasser in Kontakt. Aber bei der Titanic war ja noch ein Eisberg im Spiel. Ich will erst wissen, was der hier macht. Spawnt er nur Coins? Ja. Mit denen ich aber wirklich nichts anfangen kann. Danke, Mario, dass du springst. Das ist aber auch wack mit dieser Schraube. Die ist schlecht platziert. Bitte fall nicht auf mich drauf. Oh, das sind solche Dinger. Die drehen sich. Ja, I remember. Ja, cool. Weg hier. Ganz dringend weg hier. Ich brauche irgendein Safe. Ja! Oh mein Gott, okay. Unfair. Ich glaube, man soll aber eben die Eisblume bis zu dem Punkt behalten. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht so heavy. Was hält mich davon ab? Warum soll ich das runter machen? Okay, ich glaube, in den Kisten ist nichts drin, ne? Zack! Dass man die Kugeln hier nicht freezen kann, finde ich ein bisschen schade. Ich weiß aber nicht, ob das in den neueren Teilen geht. Stopp. Erstmal gucken, was hier unten. Hallo! Mann. Ich weiß nicht, was jetzt Secret ist und was nicht. Wobei das hier eher nach Secret aussieht, hier hinten. Boah, die Beleuchtung rechts. Hier geht's zum Castle. Okay, dann steppen wir zurück. Ich traue hier gar nichts, ist die Sache. Deswegen, wir destroyen mal eine Kiste nach der anderen. Sowas spürt man. Wir haben alle Starcoins. Ich hoffe, da drüben ist nicht noch was Wichtiges. Nee, hier gibt's wirklich nur die Starcoin. Okay. Imagine, da jetzt was verpasst haben wegen der Aktion. Ich feiere, wie das Licht hier fällt. Hier gibt's noch was? Nö, scheinbar nicht. Steppen wir zum nächsten Boss? I don't know. Aber der muss doch jetzt innovativ sein, wenn es jetzt wieder der Fuzzy ist. Es ist Iggy! Salut, Kollege! Ja, ich bin safe hier oben, oder? Ja, das ist wichtig. Ja, spawn du nur. Boah! Hab die krassere Eisblume, Kollege. Schmal dich platt. Okay, das heißt, er lebt hier wieder. Oh, oh, oh. Da kommt der Hit von ihm. Da ist er aber auch down. Sorry, ich bin voll gegen das Mikrofon gekommen. Wunderschön. Mario number one. Ah, yes. Ciao. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Kommst du nicht in so einer fliegenden Kutsche zurück? Aber vielleicht gibt's das hier gar nicht. Bum, 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 bum. Oh yeah, you've got everything in Yoshi's Island. Und wir schwimmen in Welt 2. Und Welt 2 ist eine Wüstenwelt. Welch Überraschung. Aber bevor wir in die Wüstenwelt steppen, Guys, wir wissen, was wir beim letzten Mal gefunden haben. Wir haben ja eine Secret-Welt entdeckt, die wir über einen Secret-Exit freigeschalten haben, nachdem wir den gelben Schalterpalast aktiviert haben. Und zwar die Herbstwelt. Autumn Plateau. Oh yes. Guys, ich glaube, das wird ein Großprojekt. Oh mein Gott. Ich weiß, woher die Musik kommt. Ich weiß aber nicht, woher die Musik kommt. Ich weiß, ich drücke mich zu kryptisch aus. Ah! Ihr wisst, was ich meine, oder? Oh, hier kann man rein. Vielleicht wichtig. Take ich. Ich habe keine Ahnung, wie der Spielverlauf weiter ist. Vor allen Dingen wird der Endboss verändert sein. Ich bin mir sicher, der Endboss wird verändert sein. Ich hoffe, er wird gut verändert sein. Aber das fühle ich gerade gar nicht. Oh, der grüne Schalterpalast. Gibt es auch. Okay. Boots. Boots.
Ich lass den mal so. Bumm. Und da kann man rein. Schade. Oh mein Gott. Ja, aber dich mache ich jetzt kaputt. Also sorry, Kollege. Komm ich denn da rein? Ah, einfach so. Das ist die erste. Ach, wir hatten schon eine. Riad. Bumm. Sehr viele, Ontis. Oh. Oh, aber hier kann man lang. Und hier ist ein Secret. Nope. Scheint nicht so ganz geklappt zu haben. Ich würde sagen, wir gehen direkt durch die Röhre hin. Durch. Und gucken, was uns auf der anderen Seite erwartet. Ein Yoshi. Ja, moin. Geht. Lass uns mal über philosophische. Oh mein Gott, Yoshi ist weg. Ah, das wirkt aber hier schon ein bisschen auffällig, dass man hier noch weiter hoch kann. Weil hier ist die Starcoin. Das ist mehr als das. Hier gibt es wirklich nichts. Wobei, wir hatten in der Area schon... Oha! Lol. Okay. Nice. Nice, nice. Ich glaube, Leute hassen es, wenn ich lache. Klingt immer so weird. Secret Exit. Hier ist die Wand ein bisschen weird gesetzt. Aber das ist okay. Da unten ist was. Was soll ich? Gar nicht. Aber wir können da laufen. Oh, Mann. Wir haben alle Star Coins. Weg hier. Schnell. Die 100 Punkte nehme ich mit. Immerhin etwas. Da wird erstmal was getrunken. Senden wir direkt zum nächsten Level. Apple Tree Woods. Der Apfelbaumwald. Doch, er ist richtig. Das hier sieht nach einem Vertikal-Level aus. Aber hier muss es ein Yoshi geben. Ja. Einen orangenen! Ich feiere das so, dass die Farben ändern. Ey, wir hatten im Originalspiel grün. Und wenn du einen zweiten Spieler hattest, hatten wir noch gelb. Der nächste Spieler hatte dann blau. Und dann gab es lila. Und hier gibt es einfach orange. Und wisst ihr, wer orange trägt? Orange trägt nur die Müllabfuhr. Ui. Eine Eisblume? Wird die uns hilfreicher sein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch mal. Oh, hier ist alles sehr sau. Oh, wir können da durch. Das wusste ich. Nein, Yoshi. Nein, komm zurück. Bleib hier. Warte. Das habe ich nicht gemeint mit komm zurück. Das ist Scam. Ich glaube, wir sollen auch gar nicht hier unten lang. Ja, wir sollen nach hier oben. Easy. Ich glaube nicht, dass man das so darf. Aber okay. Ich weiß nicht, ob Yoshi auf den stehen kann. Oh, wir haben safe eine Starcoin verpasst. Aber Guys, falls ihr neu seid, wir werden nicht alle Starcoins holen. Tschüss, Yoshi. Aber hier ist bestimmt ein neuer drin. Yoshi, es tut mir so unfassbar leid. Tut es mir eigentlich überhaupt nicht. Für die Starcoin. Dafür habe ich jetzt den pinken. Ui. Schade. Man hätte ja vielleicht reingehen können. Yeah. Wahoo. Oh, sass. Ja, schaffe ich sowieso. Du hässlicher kleiner Moblin Cooper. Groß sind wir. Puh. Klar.
Ich habe so Sprünge schon immer gemeistert. Ja, komm, Hauptsache Ziel. Und es gibt hier einen Secret Exit und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wir sind jetzt gleich wieder. Oh, ich glaube, es ist hier. Oder? Ja, okay. Hätte man drauf kommen können, wenn man schließlich Münzen unter einem Donutblock hat, dass man da vielleicht mal mitfahren sollte. AA oder das? Ne, wir machen erst AA. Gold Bass Forest. Okay, wir haben wieder die Bienenwaben, die ich gar nicht fühle. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr die auch nicht fühlt oder ob ihr die, ob ihr sagt, mega geisteskranke Innovation. Oder ob ihr euch denkt so, wer hat sich das ausgedacht? Was ist das für ein Müll? Mit Y kann man wirklich Gas geben. Didn't know that. Okay, okay, wir bleiben erstmal. Wow, 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 wow. Oh, da ist ein... Moin. Du weißt aber schon, hier ist unten vor oben, gell, Kollege? Ich will nicht durch diese Röhre. Ich spam den Stick nach oben. In welchen Stick? Oh. Hey, wie kann das denn sein, Mann? Ich hab doch alles. Ach komm. Vielleicht sind wir diesmal ja nicht so lost. Was ist das da oben für eine Münzeanhäufung? Das ist ja krass. Die Sache ist, ich bin klein und das ist nicht gut. Hier ist der Checkpoint. Das ist gut. Und über dem Checkpoint, da ist ein Loch und da befindet sich die Starcoin. Und ich habe mir auch Items verdient. Hier sind A, keine Items und B, hier ist auch nicht die Starcoin. Oh! Ich fühle das gar nicht. Da ist die Starcoin. Aber wie? Ich glaube so. Okay. Das ist gar kein Problem. Schaut an. Wie ein Buttermesser steppe ich hier durch. Soeben meinen Tod erlitten. Also zumindest innerlich. Puh, okay. Wir sind aber noch ganz gut dabei. Und gehen in diese Röhre und da befindet sich die letzte Starcoin. Das feiere ich irgendwie. Bin ich da? Hä? Da! Ich habe alle Coins eingesammelt, bis auf eine. Das jetzt noch zu schaffen, wäre super nice. Okay. Und da ist die letzte Tag. Noch ein Secret Exit? Ich habe Kopfschmerzen. Warum gibt es denn hier 20.000 Secret Exits? Was ist denn das? Ja, aber ja, für den Shop. Ui, da brauchen wir noch einen Secret Exit für. Für uns geht es hier drüben weiter diesmal. Das Gefühl wird irgendwie nicht besser. Legit nicht. Normalerweise hat man ja irgendwann mal Hoffnung, dass man das System besser. Wofür sind diese gelben. Also. Die sind vom Schalterpalast, aber warum sind die da? Ist ja auch egal, wir haben das Level geschafft. Schnell weg hier. Puh. Okay, Guys. Das hier sieht mir schon nach Castle aus, deswegen machen wir das hier. Hier gibt es auch wieder zwei Exits. Einer, der nach unten, einer, der nach oben führt. Bin ich mir zu 200% sicher. Deswegen mal gucken. Der Fall Harvest. Ich appreciate auch die Blätter, die von hinten... die da runterfallen. Es ist natürlich Herbst. Und was gibt's Besseres als Kastanien, die einem auf den Kopf fallen? Während man einen schönen Waldspaziergang macht und Starcoins sucht. Schade. Oh, ich wusste nicht, dass die so Gas geben. Okay. Ich dachte, man hat da safe genug Zeit für. Oh, hier voll die Goomba-Farm. Ach, du meine Güte! Alter. Wie cool, hier liegen auch Blätter drauf, obwohl es die Blöcke eigentlich gar nicht gibt.
Hier ist Gold, da ist ein Starcoin drin. Ja, aber wie komme ich da dran, ey? Mit dem Pow-Block, 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 wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Wetten? Das ist so krass. 9 von 10 Sterne. Ich finde es mal an manchen Stellen ein bisschen zu schwer, aber ich bin auch einfach nur ein Noob. Aber das ist doch voll in Ordnung. Yeah. Snä. Rennt. Weiß ich nicht, ob ich das so nice finde. Guck mal nach da oben. Da oben ist was. Da oben ist auf jeden Fall eine Starcoin, da bin ich mir sicher. Nein. Wenn da wirklich eine Starcoin ist, ich habe Perlen, wie man dran kommt. Und dann ist das hier jetzt die erste Starcoin, wo ich nicht weiß, wie man sie gettet. Apropos nicht getten. Oh, oh, okay. Wir machen das Level noch. Ist mir egal, ob die Folge 30 Minuten geht oder länger oder kürzer. Das ist... Und das da oben ist letztester Betrug. Also diese Stelle hier ist so unfair. Das ist schon wieder traurig eigentlich. Du hast die Starcoin verpasst. Ich weiß auch, wo sie ist, aber ich habe es ja gerade probiert. Selbst das Durchrennen klappt nicht. Ich bin im Übrigen klein, gell? Jetzt sterben wäre nicht so smart. Lieber dreimal durch. Was ist das? Mann! Warum fällt das nicht runter? Come on, ich stehe quasi direkt daneben. Fall doch runter jetzt! Ja, was ist das? Okay. Das ist Schmutz. Das ist in meinen Augen wirklich Schmutz! Guys, abonniert den Channel, lasst ein Like da, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mein Tag ist heute gelaufen. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.